So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ich war mal wieder unterwegs, hab was gefunden im Kaufland, das kennt ihr vielleicht auch. Jetzt sehe ich erstmal, wie komisch das aussieht. Ich gucke erstmal aufs Verfallsdatum. Das fällt mir in letzter Zeit nämlich öfters auf die Füße. Nee, ist noch haltbar auf jeden Fall bis August 2020. Jetzt haben wir übrigens Juli. Das sieht also gut aus. Da habe ich nämlich dieses Frutti-Wasser gefunden. Frutti-Water. Einmal in Gelb mit Zitrone-Limette-Geschmack. Und ich weiß nicht, ob man das so sieht. Das schwimmt einfach lauter Zeug drin rum. Wir können das ja gleich nochmal gegen das Licht halten. Dann haben wir einmal Frutti-Water mit Birnengeschmack. Das hat also einen grünen Deckel. Da schwimmt komischerweise nichts drin rum, beziehungsweise nicht so sehr. Aber das wird natürlich die Zitrone sein, ist ja ganz klar. Und wir haben Frutti-Water mit Apfelbeere. Das ist schön gekühlt. Ich habe die ganze Zeit jetzt immer nur Leitungswasser getrunken. Die habe ich aber noch im Kühlschrank gehabt. Die möchte ich heute mal öffnen. Die Mutter ist nämlich wieder da. Wir wollen da noch was gucken. Und die trinkt auch gerne mal so Wasser mit Geschmack. Sie mag immer keine Kohlensäure. Deshalb, hier ist der Schwanz vom Adi. Deshalb möchte ich die heute mal aufmachen. Und mal alle drei probieren. Wir gucken aber noch mal kurz gegen das Licht. Wenn wir hier in diese, jetzt sehe ich es selber ja gar nicht. Wenn wir hier so reinfilmen, ob man das sieht, wieder diese ganzen Bakterien drin rumschwimmen, oder? Guckt euch das an. Sieht das gut aus? Möchtet ihr auch sowas trinken? Das ist Leben, das ist Freude. Da fühlt man sich gleich wieder lebendig, wenn man das trinkt. Das ist aber nur bei dem so. Bei den anderen eben nicht, aber das ist ja auch Zitrone bzw. Limette. Ich weiß nicht, wer schuld ist. Wenn ich sortieren würde, würde ich denken, Zitrone-Limette schmeckt wieder am schlimmsten. Da zieht sich wieder das ganze Gesicht zusammen. Birne müsste eigentlich angenehm sein. Apfelbeere, ich bin ja ein richtiger Apfelfreund, aber Beeren, die machen das vielleicht auch wieder so säuerlich. Deswegen denke ich, dass Birne wohl am coolsten ist aus dieser Sortierung heraus. Wir probieren jetzt mal das Frutti-Water mit Zitronen-Limetten-Geschmack. Ich schüttel das auch mal, da dürfte ja keine Kohlensäure drin sein, es ist ja eigentlich nur Wasser. Adi! Der Adi steht auch schon parat und es schäumt einfach bis hoch zum Deckel. Wir machen das mal auf. So. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, der Adi guckt auch schon. Ne? Den Schaum denken wir uns jetzt einfach weg. Boah, das schmeckt genau wie das Zitronenkonzentrat. Dieses hundertprozentige Zitronenkonzentrat, wo ich mir da gleich einen ganzen Eimer reingehauen habe und dann einen ganzen Tag Durchfall hatte. Und das hat 4,3% Zitrone, 1,7% Limette, aber ist auch jetzt schon so säuerlich. Ich glaube, wenn ihr da so eine 5-Liter-Kanister reinschlingt mit einmal, dann habt ihr auch einen ganzen Tag, sitzt ihr auf dem Klo. Also lasst es langsam angehen, das würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Ist auf jeden Fall kein angenehmer Geschmack. Bin mal gespannt, ob das Frutti-Water Apfelbeere besser abschneidet. Wir schütteln es wieder vor dem Test. So, das sieht auch gut aus, der Schaum kommt schon hoch. Kommt halt auch auf die Beeren an, die sie da reinmachen, aber Apfel müsste ja eigentlich immer gut gehen. Riecht auf jeden Fall auch angenehm, sage ich mal. Nicht so eklig wie die Zitrone. Ja, mit 7% Apfel, 1% Beerenfrüchte. Da kann man sich auf jeden Fall viel drunter vorstellen. Hier vorne sind Erdbeeren drauf, da sind so Johannisbeeren drauf. Das war es wahrscheinlich. Es gibt nur zwei Beerenfrüchte auf der ganzen Welt. Schmeckt auf jeden Fall schon angenehmer, aber ich glaube, davon kriegst du auch übelst Sodbrennen, wenn du jetzt da die ganze Pulle dir reinschlingst durch diese extreme Fruchtsäure. Aber Birne, an Birne ist doch nun wirklich nichts säuerlich, oder? Jetzt checken also mal die Birne aus. Ohne Beeren, ohne Zitronen. Einfach nur Birne. Die Mutter trinkt ja auch immer Birne-Melisse.
Das ist sowieso eigentlich immer das Angenehmste für sie. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt mithalten kann. Da ist zwar keine Melisse drin, aber riecht auf jeden Fall sehr sanft. Frudi war da Birnengeschmack. Birnengeschmack, Fruchtgehalt 9,2%. Schmeckt irgendwie gar nicht so fruchtig, wie ich dachte. Dafür ist es nicht so süß und nicht so sauer, aber schmeckt irgendwie sehr modrig, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, was die Mom schon wieder mit der Katze macht und hier die Sendung sprengt und die Katze verprügelt, weil die irgendwie, sie will irgendwie die Decke machen, die Katze hüpft auf der Decke rum und das ist immer schön, da freut sich nämlich der Adi. Wenn die Mom da ist, da ärgert er sie immer, das finde ich immer richtig genial. Also, mein Fazit ist auf jeden Fall, kauft euch das nicht. Kauft euch kein Frudiwada mit Birne. Kauft euch erst recht kein Frudiwada mit Apfelbeere. Und Frudiwada Zitrone Limette müsste komplett verboten werden. Mir ist jetzt schon schlecht, obwohl ich von jedem nur einen kleinen Schluck genommen habe. Wer das trotzdem mag und gerne trinkt oder kennt oder das auch mal probieren möchte, schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Eigentlich habe ich sonst am Ende immer eine Dose Bier geäxt. Aber ich habe keins da. Weil nach meinem Monat, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, ist mir irgendwie das Bier ausgegangen. Und jetzt habe ich wirklich gerade keins da. Sonst hätte ich das jetzt einfach zum Spaß so gemacht. Egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.